Pardon hat die meisten Prozesse geführt. Und bei Titanic war es etwas weniger, man war vielleicht auch vorsichtiger, aber das waren alles sehr alberne Anzeigen, die da kamen. Also da hat schon ein Busen genügt, der unverhüllt gezeigt wurde, dass da sich jemand empört hat. Und die Politik, also Kohl etwa, bei Titanic war natürlich Kohl der Hauptbuhmann, der war klug genug, der hat nichts gemacht. Der hat zu tun gehabt. Strauß war der Hauptprozesshansel bei Pardon noch. Und er hat egal weg, der hat sowieso prozessiert, was bloß ging. Kohl hat bloß einmal zugeschlagen, da hat eine Schülerzeitung hat einen Text übernommen, eine Kohl-Kritik, und die sind dann angezeigt worden. Es gab eine ganze Tagung mal in Marburg, wo alle Jahre mal so Satire-Tagungen war, wo es nur um die Justiz und um die Prozesse ging. Und Henscheid hat mal verloren einen Prozess und musste schwer bezahlen, weil er in einer seiner Romane hat er die Teilnehmer im Klartext, also mit Eigennamen, gemacht, und der hat einer prozessiert, und das, ja, das war eigentlich gar kein weiteres Satire-Ding, aber das war justiziabel, wie man sagt. Sonst, wie gesagt, wir wären alle sehr stolz gewesen oder waren sehr stolz auf solche Prozesse, damit kann man wunderbar Werbung machen. Es wurde aber dann weniger, und die Leute, also wie gesagt, Kohl in seiner Weisheit hat nichts gemacht.